Hi zusammen. In diesem Video kaufe ich den D&D-Token von dem kommenden Spiel Dungeon Swap. Heiler aus unserer Community hat mich auf das Browser-Game aufmerksam gemacht mit dem Hinweis, dass es ähnliches Potenzial wie Cryptoblades habe. Das ist die Tage durch die Decke gegangen und auch der D&D-Token macht schon starke Sprünge. Das soll keine Kaufempfehlung sein und bitte verwendet nur Geld, das ihr bereit seid zu verlieren. Das Risiko ist schon relativ hoch. Das Spiel läuft auf der Binance Smart Chain und dahin müssen wir auch unsere Kryptowährung zum Durchtauschen schicken. In meinem Fall habe ich noch Ethereum auf der MetaMask Wallet im Ethereum Netzwerk. Das können wir mithilfe der Binance Bridge transferieren. Dazu connectet ihr einfach die MetaMask mit der Binance Bridge, dann wählt ihr oben euer gewünschtes Asset aus, das ihr transferieren wollt. In meinem Fall ist es Ethereum. Unten gebt ihr dann den Wunschbetrag ein. Bestätigt es und schaut nochmal drüber, bevor ihr es mit der MetaMask und der ziemlich geringen Transaktionsgebühr bestätigt. Nach ein paar Minuten sollte es angekommen sein. Connectet dann die MetaMask mit der Dungeon Swap Seite und tauscht hier euer Asset gegen DND. Wichtig ist, dass ihr hier einen kleinen Betrag BNB auf der MetaMask haben müsst für die kleinen Gebühren. In meinem Fall sind es 7 Dollar Cent. Bestätigt es und schon habt ihr DND. Ich werde hier nichts staken oder ähnliches, weil es das steuerlich wieder zu kompliziert machen würde. Ich weiß nicht mal, ob ich das Spiel spiele oder es einfach nur als Investment liegen lasse. Bin mal gespannt, bin mir aber auch bewusst, dass es stark nach hinten losgehen kann. Daher bitte wirklich nur nachkaufen, wenn ihr euch des Risikos bewusst seid. Das Video soll einfach nur eine Anleitung sein, wie ihr eure Assets vom Ethereum-Netzwerk zur Binance Smart Chain bekommt. Alle wichtigen Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Ein paar Jungs der Crypto Games Deutschland Community sind auch schon investiert. Falls ihr euch mit ihnen austauschen wollt, kommt gerne auf den Discord-Server. Bis zum nächsten Mal, bye bye.